Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid schon so richtig in Osterlaune und seid gerade dabei, das Osterwochenende so richtig vorzubereiten und zu genießen. Ich melde mich heute mit einem What I Ate Today bei euch und ich zeige euch, was ich so gegessen habe. Und ich würde sagen, legen wir los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Beginnt heute mit einem Milchkaffee, natürlich mit jeder Menge Zimt. Dazu gibt es einen Himbeershake, da sind Himbeeren drin, Banane, etwas Mandelmilch und Hafermilch. Und weil ich jetzt schon so einen Hunger habe, habe ich mir ein Müsli gemacht. Das besteht aus Haferflocken, Cashewkern, ein paar Himbeeren, etwas Zimt und Äpfeln. Jetzt werde ich mich ganz in Ruhe hinsetzen, noch ein bisschen in der Zeitung blättern und mein Frühstück genießen. Mittagessen gibt es heute Zucchini-Nudeln in einer Orangensoße. Meine Kinder finden das gar nicht witzig. Für die habe ich Milchreis gemacht. Aber ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Wir gehen jetzt gleich so ein bisschen hier um die Felder und ich habe hier zwei Lunchboxen eingepackt für die Kinder, weil die liebend gerne so Picknickpausen machen. Hier sind lila Möhren drin, ein paar Pistazien und so ein paar Sesamigel oder was das da sein soll. Und dann können wir uns zwischendurch mal ins Gras setzen und ein bisschen knabbern. Wir haben vorhin noch einen Spaziergang gemacht und auf dem Rückweg haben wir Osterhasen gekauft. Ich glaube, die sind aus Dinkelmehl und so ein bisschen Schokolade und dann sind die mit so ein bisschen Pistazie bestreut. Meine Kinder finden die äußerst niedlich, aber ich denke, dass sie sie trotzdem gleich komplett aufessen werden. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe noch einen Couscous-Salat von gestern im Kühlschrank. Ich liebe Salate und wenn sie schon fertig sind, finde ich sie noch besser, wenn man sie einfach nur noch in eine Schüssel packen muss und genießen kann. Herrlich! Die Kinder haben gerade Besuch, die spielen und ich esse jetzt hier so ein bisschen Couscous-Salat. Und dann schaue ich jetzt mal, was der Tag noch so bringt. Es ist ja auch irgendwie schon wieder fast Zeit fürs Abendessen. Wir waren jetzt noch echt lange draußen und ich habe total den Hunger und ich habe nicht so Lust zu kochen. Und das habt ihr wahrscheinlich hier in den letzten 5 Jahren selten gesehen. Es gibt Ravioli aus dem Glas in Bio-Qualität und die sind gefüllt mit Gemüse. Die gibt es in meinem Bioladen. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Was soll man machen, wenn der Mann auch keine Lust hat zu kochen? Dann muss man eben mal hier so ein Glas öffnen. Ja, das kommt hier also auch vor. Also ich werde jetzt schön essen, bevor die Ravioli kalt werden. Ja, lecker essen über Ostern. Geht doch, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so war, nicht vergessen, einen Daumen hoch da zu lassen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das schnell, weil es gibt hier regelmäßig neue Videos. Also einfach auf Abonnieren drücken oder die Glocke betätigen. Und es kommen regelmäßig neue Videos von mir in eure Abo-Box. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, ist Ostern angesagt. Ich wünsche euch ein herrliches, zufriedenes, entspanntes Osterwochenende. Wochenende mit jeder Menge gutem Essen und netten Leuten. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Also frohe Ostern, bis bald und tschüss.